Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DFB-Prognose. Es stehen drei Spiele an, ein Testspiel und zwei Nations League-Spiele. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das erste Spiel findet am 11.11. am Mittwoch statt um 20.45 Uhr, Deutschland gegen die Tschechische Republik. Das Spiel findet in Leipzig statt und wir haben eine ganz spannende Personal. Ihr seht schon auf dem Bildschirm, Felix Udokai ist zum ersten Mal mit dabei. Aber auch interessant nebenbei finde ich auch Philipp Max aus der Eredivisie. Häufig wurde er schon kommentiert und diskutiert, er muss doch mal spielen. So stark gespielt in Augsburg, ähnlich wie Udoka jetzt. Jetzt ist er in die Eredivisie gewechselt, Philipp Max. Und beide Spieler, denke ich, haben sich es reglich verdient, zum Einsatz zu kommen. Dadurch, dass es ein Testspiel ist, gehe ich auch davon aus, dass man gegen die Tschechische Republik, hier seht ihr ein Bild der Nationalmannschaft von Tschechien, zum Einsatz kommen werden. Und ich tippe auf ein 2-1 oder vielleicht ein 2-2, je nachdem, wie viele neue Spieler zum Einsatz kommen, eher aber ein Sieg für Deutschland. Das nächste Spiel ist dann am Samstag, den 14.11., auch wieder 20.45 Uhr. Deutschland spielt dort gegen die Ukraine, wieder in Leipzig im RB-Stadion. Ich denke, ich tippe hier auf ein 3-0, auch wenn, ihr seht es auf dem Bild, Ukraine gegen die Spanier sogar mit 1-0 gewinnen konnten im letzten Nations League-Spiel. Denke ich doch, dass die deutsche Nationalmannschaft dort dann mit ihrer Elf zum Erfolg kommen wird. Das letztes Spiel in diesem Triplett an Spielen, muss man sagen, ist Deutschland gegen Spanien. Es findet in Sevilla statt. Hier seht ihr zwei Bilder aus dem Stadion, natürlich wieder ohne Fans leider, aber damit müssen wir uns begnügen können. Und das ist der Gradmesser eigentlich für die EM und die folgenden Herausforderungen. Natürlich Spanien ein deutlich anderes Kaliber als Tschechien oder Ukraine. Spanien ist eigentlich nicht schlecht drauf. Klar, da ist der Sieg gegen die Niederlage natürlich gegen die Ukraine. Trotzdem denke ich, dass die Mannschaft qualitativ natürlich bei weitem über der Tschechischen Republik oder der Ukraine steht. Ich denke an ein 2-1 für Spanien. Ich sehe Deutschland noch nicht so weit. Und Spanien mit so viel Talent, aber auch in der Defensive, ein Sergio Ramos beispielsweise, der wirklich gerade in Form ist, das muss man einfach festhalten. Deswegen 2-1 für Spanien. Ich hoffe, die Prognose hat euch gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao, ciao.